So, der Podcast ist gerade zu Ende. Jetzt muss ich mal schauen. In 2 Minuten habe ich meinen Workshop. Muss ich erst mal im Programm schauen, wo der Workshop überhaupt hingelegt ist. Moment, da oben. Na, ah ja, das will ich. Workshop, Programm, Tag 4, 13 Uhr, Podcasting im Workshop-Raum unten rechts. Okay. Dann kann ich hier wieder weg. Ein bisschen rauszoomen. So, und dann laufen wir mal hier in den Workshop-Raum. Der müsste hier sein. Unten rechts. Video. Das ist die falsche Videoquelle. Mal auf die umschalten. So, dann müssen wir hier mal schauen. Da kommt ein Bruni. Kannst du mich hören? Ja, ich höre dich. Ja, ich höre dich auch. Sehr schön. Hi. Du kommst für den Workshop vorbei? Ja. Das ist gut. Warte mal, ich muss mich gerade noch ein bisschen sortieren. Wir sind der erste Workshop, der hier in unserem Workshop-Raum läuft. Okay. So. Ich denke, wir geben mal noch ein, 2 Minuten oder so, weil mir hatten 2 Leute noch gesagt, dass sie kommen wollen und der eine oder andere findet ein bisschen schwierig in das Sendezentrum. Falls das okay ist für dich. Absolut. Ich würde mal, ich habe so ein kleines Pad vorbereitet, das packe ich mal in den Chat. Dann kannst du dir das schon mal aufmachen, wenn du magst. Na, da kommt noch jemand. Der Leonid. Servus. So, ich hoffe, ich bin jetzt zu hören. Du Sehr bist zu gut. hören, absolut. Warte mal, zwar habe ich gar nicht geguckt. Du bist der Bruni. Ich nicht. Nee, der Soll Bruni ist der ich? Bruni. Ja, Und der Alfred hatte mir auf Twitter noch geschrieben, ich komme nicht in den Raum rein. Und als Raum hat er angegeben, sendegate.de/t/workshop-podcasting. Was ist das denn für eine URL? Dann sehe ich gerade auf der Karte noch, da steht ein Twolz im Workshop-Raum. Aber da der. bin ich. Das bin Ach, das ich. bist du. Was ist denn das für ein cooler Nick? Kenne ich noch gar nicht von dir. Two L's. Also. Two L's, okay. Ja, das habe ich. Man muss sich anmelden beim RC3 und das ist, was ich da ausgewählt habe. Und das habe ich hier auch. Also von daher. Ja, sehr schön. Naja, cool, dann würde ich sagen, starten wir mal. Steigen wir mal so ein bisschen ein. Ich hatte so in das Pad reingeschrieben, wir hatten im Vorfeld schon öfter mal so Sessions, wo es halt um den sehr spezifischen Use Case von dem Einsatz von Podcasting erstmal innerhalb von Organisationen geht, speziell Unternehmen. Und da auch nicht so um so Marketing oder Kampagnen, sondern eher den Use Case Wissenstransfer, also Podcasting für Erfahrungssammlung oder so Themenpodcasts oder so. Da hatte ich in das Pad auch 2 Links gepackt. Auf der Subscribe hatte ich da schon mal so einen Workshop 2016. Und dann hatte ich mit dem Lars von der Deutschen Bahn zusammen, haben wir auf der Subscribe 10 in 2019 so einen Vortrag gemacht und da ein bisschen drüber gesprochen, was so unsere Erfahrungen sind. Und ich habe den Eindruck, dass jetzt in Unternehmen dadurch, dass so Videoplattformen, speziell Microsoft Stream, sich verbreitet und leider, leider sowas wie WordPress und Podlove und so weiter sich nirgendwo verbreitet, mit einer kleinen Ausnahme, die ich kenne, dass es so an der Zeit ist, darüber nachzudenken, wie man Leute unterstützen kann, mit so einer Infrastruktur auch Podcasts zu machen. Wobei ich jetzt den Workshop nicht auf Stream irgendwie beschränken will. Aber einfach mal so ein bisschen drüber zu sprechen, was es für Erfahrungen gibt, was es für, ich habe unten geschrieben, so Technik ist irgendwie ganz anders im Unternehmen. Ne? Da gibt es irgendwie nichts und in Bestellsystemen kann man nichts bestellen und Software gibt es keine. Und die Rechner sind schwachbrüstig und, und. Also Formate, was sich da bewährt. Also ich würde gerne anfangen, da mal so ein bisschen eine Sammlung zu machen und die halt von Sendegate-Event zu Sendegate-Event sofort zu schreiben.
Genau, und dafür habe ich jetzt mal das Pad ein bisschen vorstrukturiert. Also ich habe mal so am Anfang die Teilnehmenden, da könntet ihr euch mal eintragen. Ich hoffe, dass der Alfred noch mit dazukommt. Der hat mal so angefangen, bei Audi ein bisschen was zu machen. Bei Audi bin ich auch viel. Da kann ich auch da ein bisschen erzählen noch davon. Schau mal, ob er auf Twitter irgendwie was geschrieben hat. Na, und vielleicht machen wir zum Einstieg, kann ja jeder erstmal so kurz erzählen, was so sein Berührpunkt ist, ob er schon was gemacht hat oder nicht, was ihn heute interessiert, mitzunehmen, zu erfahren, dass wir uns erstmal ganz kurz kennenlernen. Also ich steige mal ein, ich bin Simon, komme hier von Cognion. Wir sind so eine Akademie, die sich mit dem Thema Wissensmanagement und lernende Organisation beschäftigt. Wir haben so als großes Thema Entwicklung lernender Organisationen, wo eben Wissenstransfer eine große Rolle spielt. Und ich war früher am Fraunhofer-Institut für integrierte Schaltungen. Das ist ja da so die Geburtsstätte von MP3. Ich war zwar eigentlich dort eher in dem Bereich Hochfrequenztechnik, hat aber mit den Audios viel zu tun, war Testhörer für MP3 und hatte da so in den 90er Jahren, als das alles entstanden ist, ziemlich viel damit zu tun, auch die ganzen Audioplayer schon recht frühzeitig. Und dementsprechend habe ich eine rechte Affinität zu Audio als Medium und wir setzen das halt im Kontext Wissenstransfer sehr intensiv ein. Also sowohl, wenn Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, ne, so Wissenstransfer auf Nachfolger, auch wenn Projekte abgeschlossen sind, ne, wie kriege ich irgendwie Know-how von einem Projekt in ein anderes Projekt transferiert. Ne, da schreiben irgendwie alle, wenn es gut läuft, einen Projektabschlussbericht oder füllen irgendwie eine Lessons-Learned-Datenbank. Aber in der Regel, wenn ich die Sachen durchlese, kann ich ja mitnichten irgendwie die Schmerzen irgendwie nacherleben, die in dem Projekt durchlebt worden sind. Das heißt, wenn man da die Schlüsselleute mal zusammen eine Stunde oder zwei in den Podcast setzt, hat man eine ganz andere Qualität an Wissenstransfer. Und ich selber bin jetzt sehr lange schon bei Audi, also da begleite ich das Thema Podcasting nebenher ein bisschen, also es ist kein Hauptthema, aber ich versuche das halt in so Themen wie soziales Intranet oder jetzt Office 365 mit einzuflechten und bin jetzt seit einem Jahr bei der Telekom in dem Podcasting-Projekt mit dabei und bei Siemens Healthineers, also Medizintechnik, da startet jetzt nächstes Jahr oder ist schon gestartet, Rollout fängt dann nächstes Jahr an, neues Intranet auf Basis von SharePoint Online und da wird ein großer Teil der Informationskampagne über Podcasts laufen mit Microsoft Stream. Also das ist so ein bisschen mein Berührpunkt. Und ich habe viel von diesen Schmerzen mit, ich kann die Hardware nicht bestellen und die Rechner können nichts. Und man ist immer in so einer Grauzone, weil man vielleicht sowas wie Audacity Standalone auf den Rechner zum Laufen kriegt, aber nach der Policy darf man es nicht. Also da schon alle Untiefen und Schattenseiten irgendwie erlebt. Genau, also so viel zu mir. Wer mag von euch? Na, mache ich mal weiter. Ich bin Bruni. Arbeite als Qualitätsmanager in einem relativ großen Lebensmittelkonzern und naja, Wissenstransfer ist da eins meiner Themen, weil mein größtes Problem ist halt, niemand liest Arbeitsanweisungen, ich muss aber schon irgendwie Wissen vermitteln im Unternehmen. Ja. Und ich dachte mir, naja, Podcast könnte da eine Möglichkeit sein. Gemacht habe ich da bis jetzt noch relativ wenig, bis auf aufgezeichnete Team-Events, wo ich halt Sachen vorgestellt habe, versuche Wissen zu vermitteln. Mhm. Aber ich denke, Podcast könnte funktionieren und dachte, naja, höre ich hier mal rein und cool. Hat irgendjemand schon Erfahrungen damit, ja. Wie das funktioniert, was am besten funktioniert, weil halt, naja, Vorlesen von seiner SOP ist halt auch nicht das, was man machen muss. Ja. Mr. Funk, hast du den Hintergrundgeräusch, als du reingekommen bist, kam gerade so eine, wie eine Bahnhofsansage oder sowas? Ja, das könnte Yoga-Training meiner Freundin sein. Ah, okay, passt. Passt. Aber geht's? Und ist schlimm? Ja, du kannst ja, wenn du dann nichts sagst, dich kurz muten, weil man hört es schon recht deutlich. Ja. Okay. Das ist nicht schlimm. Aber willkommen auf jeden Fall erstmal. Dankeschön. Ich mache die Türe nochmal zu. Das ist auch eines der typischen Probleme von Audio in Unternehmen, dass man dort immer Störgeräusche hat. Vielleicht, ich hatte es ins Pad geschrieben, ich würde den Workshop gerne aufzeichnen. Ist das okay für euch? Okay, passt. Passt, genau. Wir haben gerade mal gesagt, ich habe im Chat, Mr. Funk, ich habe ein Pad gepostet, wo wir ein bisschen dokumentieren wollen. Und gerade machen wir so eine Runde, wo jeder ein bisschen erzählt, wo er ist, was für Erfahrungen mit Audio und Podcast im Unternehmen er oder sie hat. Dann kannst du erstmal ins Pad reinschauen und Leonid, erzähl das mal. Du, ja.
Genau, bin der Leonid und mit dem Podcasting im Unternehmen habe ich vor ein paar Jahren angefangen, als ich also noch bei Bosch war, jetzt bin ich bei VW. Das war wirklich, wie Simon sagt, alles irgendwie nicht erlaubt gewesen. Man hat irgendwas gemacht, um das trotzdem aufzuzeichnen. Ich muss sagen, bei Volkswagen ist es ein bisschen einfacher. Ich vermute mal auch durch die Größe bedingt, dass irgendjemand da mal Bedarf hatte, Audacity zu haben im Unternehmen. Ich vermute mal auch nicht für Podcasts. Hat man die Software freigegeben bei uns und jetzt sogar in der Version, keine Ahnung, 2.3.3. Und zwar finde ich das Coole dort, da ist die Lame-Bibliothek jetzt mit eingebaut. Man muss sie jetzt nicht illegalerweise, also bei uns war das Blöde halt, man hat sich Audacity ganz legal installieren lassen, hat dann aber irgendwo aus dem Netz diese Lame-Bibliothek noch dazuziehen müssen, damit man überhaupt einen MP3-Export machen kann. Und jetzt hat die aktuelle Version, die wir jetzt bei uns im Unternehmen haben, das hat sie schon mit inklusive praktisch. Wo es halt noch immer noch so ein bisschen komisch ist, wenn man zum Beispiel mit dem Windows-Sprachrekorder oder mit dem iPhone irgendwelche Aufnahmen macht, die spucken dann immer so eine M4A-Datei aus. Die kann Audacity auch nicht verarbeiten, ohne dass man FFmpeg nachinstalliert. Dann hat man trotzdem bei uns das Problem, dass man irgendwie eine Library reinschmeißen muss, obwohl sie eigentlich gar nicht freigegeben ist. Machen aber auch alle irgendwie. Also sogar der technische Support, als ich denen gesagt habe, ich brauche diese Bibliothek, haben sie gesagt, ja, dann installieren sie sie doch einfach aus dem Internet. Was schon irgendwie komisch war. Aber ich sag mal so, was die Software angeht, man hat nicht so die Ansprüche, haben wir halt Audacity. Wir haben auch Adobe Audition, die man sich installieren kann, lassen kann. Das kostet aber wahrscheinlich eine Stange Geld dann, oder? Kostet irgendwie 14 Euro im Monat. Also das wird nicht so jeder Chef irgendwie auch freigeben, muss ich sagen. Und die Software an sich finde ich super kompliziert. Also ich kann mich damit nicht anfreunden. Vielleicht auch deswegen, weil ich es privat nicht nutze. Ich habe versucht, Reaper freizugeben, beziehungsweise bei uns ist halt die Freigabe mehrstufig. Zum einen kann man die Software an sich auf Konformität prüfen, dass man sie überhaupt einsetzen darf. Und da ist tatsächlich Reaper in der Version 6.01 oder was auch immer jetzt die Ultraschall 4 Version ist, ist freigegeben. Allerdings hängt das Ganze noch beim Thema Open Source Freigabe und Lizenzenbeschaffung. Es ist halt alles nicht so einfach. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich brauche nur eine Lizenz für mich, kann man die irgendwie einkaufen. Aber wenn man sagt, okay, wir wollen das ein bisschen standardisieren, dass wir Lizenzen einfach beziehen können für Leute, die sie brauchen, dann ist es halt wiederum ein Aufriss bei uns. Ja. Ja. Und da ist einfach die Anzahl der Menschen, die diese Software haben wollen, nicht ausreichend groß, um das... Ja, ist noch kein Mainstream, ist noch zu nischig. Ja. Genau. Also ich nutze Ultraschall bei mir als Portable-Version. Das funktioniert ganz gut. Ja. Und frage auch nicht weiter nach, weil Audacity zum Schneiden von so ein bisschen schlecht gemachten oder schlecht aufgenommenen Podcasts ist echt ein Krampf. Und da nutze ich ganz gerne einfach Ultraschall weiterhin. Ja. Also Audition ist auch nicht so mein Ding. Also. Ja, da gehen wir nachher nochmal ein bisschen tiefer dann in Technik. Genau, also das sind so die Sachen und was Hardware angeht, das ist schon möglich, bei uns was bei Thomann zu bestellen. Wir versuchen das aber irgendwie zu vermeiden, um möglichst irgendwie mit dem Zeug zu starten, was man hat. Meine Empfehlung ist ein iPhone an der Stelle, weil viele versuchen bei uns mit Bluetooth-Headsets, die klingen wie die Hölle. Aber besseres Equipment können wir uns nicht beschaffen. Also. Könnte man noch ins Pad einfügen oder du packst den Chat und ich kopiere es rüber. Du hast einen recht coolen Blog gestartet, wo du so ein bisschen die Erfahrungen da beschreibst, ne? Dass wir den Link da vielleicht noch mit einfangen. Ne? Ja, kann ich gerne irgendwo reinschmeißen, genau. Okay, Mr. Funk. Ja, hallo. Ich bin ein bisschen zu spät gekommen. Ich denke, es geht einfach so um Background oder... Genau, wir haben erstmal so ein bisschen erzählt, was für Hintergrund jeder hat, was er sich heute wünscht. Okay. Ja. Ich bin ja seit Jahren ziemlich intensiver Podcast-Hörer und überlege mir schon länger, wie wir das in der Firma umsetzen könnten. Deswegen bin ich hier. Und zwar geht es mir darum, irgendwie intern die Leute besser zu synken. Also, wir sind eine riesige Firma. Esri heißt die Firma. Geographic Information Systems, Software Development tatsächlich. Und es gibt häufig die Situation, dass Leute an gleichen Sachen arbeiten, aber nicht voneinander wissen, weil das so riesig und so horizontal ist, das Teil. Und es gibt so ein bisschen, der eine macht ein bisschen Twitter, der andere macht ein bisschen YouTube, der dritte macht ein bisschen irgendwas. Und
Ich überlege mir halt ein bisschen Podcast zu machen. Ja. Zusammen vielleicht mit unseren PR-Leuten. Ich weiß auch noch nicht, ob das öffentlich sein soll dann auch noch. Also so ein bisschen auch Interessantes aus dem Labor-Aspekt oder ob das nur intern ist. Mhm. Also ihr seht, ich bin ein bisschen auf dem offenen Feld. Ja. Und Technik ist nicht das Problem bei uns. Wir haben viele Audio-Interessierte, wir haben Ressourcen und so. Mir geht es wirklich darum, ist es das richtige Tool? Und welche Topics nimmt man da und wie hält man das im Leben, oder? Ja, okay. So. Ja, mit Technik ist auch nicht nur jetzt so Audiotechnik, Mikrofone gemeint, sondern einfach auch der Aspekt, dass du oft keine guten Ausspielplattformen hast. Also das heißt, auch wenn wir jetzt schon 20 Jahre Web 2.0 haben, ist es nicht Standard in den Firmen, dass jeder seinen eigenen Blog hat zum Beispiel, was ja die Ausgangsbasis ist für einen sinnvollen Podcast. RSS ist nicht verbreitet. Jetzt mittlerweile haben schon sehr viele Mitarbeiter Smartphones zumindest mal. Da ist dann meist auch so was wie eine Apple Podcast App zumindest schon mal drauf. Aber auch da hast du oft ziemlich Schmerz, dann RSS-Feeds sinnvoll zu abonnieren, weil da irgendwelche VPN-Netzwerke im Weg stehen. Also Technik ist jetzt nicht nur Mikrofon und Audiorekorder, sondern eigentlich die ganze Kette von der Aufnahme bis zum Ausspielen und bis zum Anhören. Okay, ich hätte jetzt ganz naiv daran gedacht, die MP3s auf irgendeinen Server zu knallen und uns halt oldschool in allen unseren Teams und Slacks einfach zu posten. Ja, so fängt es tatsächlich auch oft an. Ja, ja. Die Leute zuballern irgendwie. Das war auch, also in dem oben ist so ein Link in dem Pad. Ich hatte mit dem Lars, hatte ich vorhin erzählt, von der Deutschen Bahn diesen Vortrag gemacht, Stimme in Konzerne hacken. Und da haben wir mal so ein paar Beispiele gebracht, wo tatsächlich Leute auch sowas wie OneNote oder OneDrive nehmen, um Podcasts zu veröffentlichen. Na, du lädst Leute auf dem OneNote ein, attach die MP3s an die OneNote-Seite, schreibst die Shownotes in die Notizen und kriegst quasi in deinem OneNote-Client auf dem Smartphone dann mit, aha, hier gibt's eine neue Episode im Sinne von, es gibt eine neue Seite. Was halt total gruselig ist eigentlich aus einer Podcasting-Perspektive, aber oft halt der einzige Weg, diesen Abonniereffekt hinzubekommen, ne? Dass bei jemand auf dem Homescreen sozusagen irgendeine App einen roten Punkt hat mit einer 1 drin, wenn es was Neues gibt. Ja, und vor allem offline hören, das ist so das Ding, was uns halt fehlt. Also egal, wohin man die Sachen schmeißt, wenn man keine Möglichkeit hat, die Podcasts unterwegs zu hören, dann sinkt die Bereitschaft, die zu nutzen, rapide. Also das habe ich festgestellt. Ja. Und das senkt auch die maximale mögliche Länge für so einen Podcast. Ja. Das schränkt sie halt ein. Also meine Empfehlung ist ganz klar, maximal 10 Minuten pro Folge. Und dann viele Podcaster drehen schon durch, wenn sie sowas hören. Aber ich sage, ja, aber das ist halt im Browser. Also die Leute klicken sich die Folge im Browser und hören sich an. Die können sich dann nicht 3 Stunden lang eine Folge anhören. Also, und das ist so das Problem, dass sie nicht mitnahmefähig sind. Also eigentlich die Features, die Podcast zu Podcast gemacht haben, die sind bei uns nicht so einfach. Also im Unternehmen insgesamt. Ja, ja. Dann, was ich so raushöre, also auch wenn Technik und so nicht ein großes Problem ist, wollen wir erstmal ein bisschen über Formate sprechen, was es da für Erfahrungen gibt. Also welche Inhalte, welche Länge, Solo-Podcasts, viele Podcasts, verteilte Podcasts. Mhm. Ja, gerne. Da packe ich mal, das packe ich nachher auch noch ins Pad. Ich habe mal so einen Blog geschrieben dazu, wo ich mal ein bisschen zusammengefasst habe. Was wir so als Raster verwenden, und das können wir ja gerne anreichern. Moment. Genau, also da hatte ich mal so eine Liste gemacht, was häufig vorkommt. Das orientiert sich so ein bisschen an der Blog-Kategorisierung von dem Ansgar Zerfaas. Das ist so ein Professor für Kommunikationswissenschaft. Und der hat mal so Blogs kategorisiert, was es da gibt, nach intern, extern und welche Art von internen Blogs gibt's. Und da ist es so leicht angelehnt. Und da haben wir mal gesagt, Nummer 1, Knowledge Podcasts, also das wäre so ein bisschen Tim Pritlove, CAE. Ne, Experten sprechen ausführlich über ein Fachthema, bis alles dazu erzählt ist. Dann so Research Podcasts, so wie methodisch inkorrekt. Also keiner liest irgendwie 100 Seiten Forschungsbericht, aber wenn die Wissenschaftler mal da 10 Minuten, 15 Minuten oder eine Stunde drüber erzählen, könntest du es interessant machen. Das hatte der Lars auch aufgegriffen von der Deutschen Bahn. Die haben das für Compliance-Dokumente.
Wie gesagt, haben keiner liest die langweiligen Compliance-Dokumente, aber wenn die Verantwortlichen der Richtlinien erzählen, warum das und das wichtig ist, dann wird es lebendig und dann sind Beispiele drin. Ne? Das könnte auch in so eine Kategorie fallen. Dann der dritte Punkt, Schulungspodcasts. Das ist quasi so Flipped Classroom. Also das, was ich als Trainer in einem Unternehmen immer wieder auf der Bühne erzähle, nehme ich einmal auf und gebe es den Leuten vorab und verwende dann die Zeit, um mit ihnen halt Fragen zu klären oder Praxis zu machen. Das hat der Advi gestern auf der Bühne ja auch aus der Schule erzählt. Ne? Der hat in den RIND mit dem Holgi seinen ganzen Politikunterricht für seine Schüler aufgenommen und konnte es jetzt halt im Lockdown einfach als Unterrichtsmaterial verwenden. Dann Kampagnen-Podcasts für so Themen, ne? Software-Rollout, Strategie, neue Strategie hatten wir jetzt letztes Jahr ein Projekt, wo die ganze Strategiekommunikation über Leitmedium-Podcast gelaufen ist, mit so Behind-the-Scenes-Podcasts, ne? Wie ist es zu der Strategie gekommen, warum ändert sie sich, was ist wichtig. Der fünfte Punkt, so Meetup-Speaker-Series, also wo du so regelmäßig Agile at XY-Firma, Community, ne, wo Leute Vorträge halten, da sind dann 50, 60 Leute da, das einfach mitzuschneiden. Dann hochspannend, Konferenzretrospektiven. Also viele Firmen haben mit Sparmaßnahmen, wo früher vielleicht mal noch 10 oder 5 Leute zu einer Konferenz gefahren sind, machen die das jetzt so, dass da nur noch einer fahren darf und dann ist es schwierig zu berichten, was man auf der Konferenz erlebt hat. Das ist gar nicht so einfach. Und dazu sagen, man setzt sich im Podcast und jeder spricht mal drüber, was so die wichtigsten Takeaways sind. Dann Executive Podcast, also Podcast mit Führungskräften, wo die eben erzählen, gerade jetzt so höhere Führungskräfte, mit denen man selten Kontakt hat, ne? so kamingesprächsmäßig. Lessons Learned Podcast mit Erfahrungssammlungen. Expert Debriefing Podcast haben wir das mal genannt, also wenn Mitarbeiter gehen, so Wissen in den Köpfen, implizites Wissen aufzunehmen und Nachfolgern zur Verfügung zu stellen. Und dann so Hot-Topic-Podcasts oder News-Podcasts, könnte man auch sagen, ne? Die so wie jetzt zum Beispiel der Audi-Mitarbeiter-Podcast, wo einmal im Monat so die neuesten Neuigkeiten, fast wie so eine Mitarbeiterzeitung, aber halt als Audio erzählt werden. Also das sind mal so die 10 Formate, die bei uns häufig vorkommen. Ich packe mal einfach diesen Link mit ins Pad und dann können wir jetzt da eine Runde machen. Ihr erzählt ein bisschen und ich würde das eben auch dann mit ergänzen noch im Pad oder ihr schreibt es dann mit rein. Was gibt's für, also jetzt sowohl Erfahrungen, wo ihr sagt, da habt ihr schon was gemacht, aber auch, was ich interessant finde, auch, wo ihr sagt, da könnt ihr euch was vorstellen. Ne? Also das wäre so ein Bedarf, den man mit Podcasts gut decken könnte. Ich finde das Interviewformat noch interessant, wenn man so wechselnd aus vielen Departments, so Round-Robin-mäßig irgendwie Leute einlädt. Idealerweise 2 Hosts, also so aus dem Bauch gesprochen, 2 Hosts und dann irgendeinen Interviewgast und dann vielleicht noch ein Topic of the Week oder so. So wie der Tim das macht mit dem Forschergeist-Podcast, wo er so an die verschiedenen Forschungsinstitute fährt und dann mit ganz verschiedenen Leuten spricht, um die institutsübergreifend die Themen zusammenzubringen. Das hat jetzt gerade so ein bisschen, wie sagt man, ring a bell bei mir. Ja. Okay, ja. Ja, Interviews, also bei uns auch. Also Interviews, so das Format, zu dem die meisten greifen, um irgendwie einen Bereichsleiter, ich weiß nicht, Abteilungsleiter, irgendjemanden zu interviewen. Das gibt's halt so ziemlich oft. Das ist so Format Nummer 1 und dann auch so Gespräche, dass irgendwie Kollegen über irgendwie Neuigkeiten aus ihrer Abteilung quatschen. Das gibt's auch hier und da. Wo der Bedarf aber wären wirklich so Wissenspodcasts, also sowas wie Chaos Radio Express, wo man tatsächlich über Themen spricht, über bestimmte fachliche Themen, entweder mit so Tiefgang oder einfach nur so ein bisschen halt anreißen in irgendeiner Form und die weiterzutreiben. Also so Wissenstransfer über Podcasts, das gibt es bei uns noch nicht. Das ist meistens jetzt nur so allgemein, jemand stellt sich vor, man erzählt über irgendwie ein Projekt und sowas, aber so richtig über fachliche Sachen wird noch nicht, bei uns noch nicht wirklich gesprochen. Würdest du sagen, das ist ähnlich wie so vor 15 Jahren war ja die große Welle von Wikis in Unternehmen, so Art, so dieser Wikipedia-Use-Case, ne? Ist ja in Text ähnlich wie in Podcast, wo man sagt, man fasst mal Themen irgendwie zusammen, sagt auch, was man dazu weiß, hat sich aber auch irgendwie nicht so richtig in Breite durchgesetzt, dass dem
nicht genug Bedeutung beigemessen wird oder das als Zeitverschwendung angesehen wird? Oder warum glaubst du, dass das Interviews deutlich mehr ziehen als jetzt so Wissenspodcasts? Also viele kommen und sagen, ja, wir wollen einen Podcast machen. Da frage ich, wieso? Also was ist der Zweck des Podcasts? Und ich denke mal, einer der öftersten Antworten ist, ja, wir wollen mal zeigen, was wir hier so machen, unseren Bereich irgendwie promoten und die anderen informieren über unsere Arbeit. Also es wird halt immer so als Selbstvermarktung, PR, Kommunikation nach außen genommen. Also eine Art Webseite in Audioformat. Aber es ist nicht wirklich ein... dass man sagt, ja, wir haben jetzt hier bei uns total spannendes Wissen in diesem Bereich, in dieser Abteilung und wir überlegen uns, für wen könnte dieses Wissen noch sinnvoll sein und wir fassen das zusammen. Also den Zweck haben die Podcasts bei uns noch nicht. Ja. Und ich versuche zum Beispiel bei uns, wir haben so einen großen Bereich, heißt Agile Center of Excellence, also da sind die ganzen agilen Coaches und so weiter zusammen versammelt, dass sie halt so einen Podcast rausbringen, der nicht einfach darüber erzählt, wie geil deren Arbeit ist, sondern dass sie einfach mal sagen, okay, das sind so, wir überlegen uns, was gibt es für Beispiele und Erfahrungen aus dem agilen Kontext im Unternehmen, wo sind Leute unterwegs und haben Probleme und wir reden über solche Sachen und vielleicht Möglichkeiten, wie man sowas löst. Ja. Dass wir wirklich Podcasts haben, wo jemand sagt, ich höre da wirklich rein, weil da das nützt mir was. Ne? Also vor kurzem, ich glaube, irgendjemand hat das, ich weiß gar nicht mehr, es ging um Social Media. Was ist quasi die wichtigste Aufgabe oder was ist wichtig bei Social Media, ist die Relevanz für die Menschen, ne, wenn man was postet. Und bei Podcasts ist es auch so, dass viele gar nicht sich die Gedanken stellen, was für eine Relevanz hat mein Podcast für die Leute. Also wenn jetzt jemand sich hinstellt und sagt, wir machen jetzt hier, keine Ahnung, was für ein Management-Zeugs, irgendwie Logistik und wir erzählen jetzt jede Woche darüber, wie toll es bei uns im Bereich vorangeht, das interessiert halt niemanden. Das interessiert einfach gar keinen. Es interessiert niemanden oder die Leute, die es machen könnten, glauben, dass es niemanden interessiert? Also wenn ich mir das angucke, das interessiert halt vielleicht die Menschen aus dem Bereich. Aber wenn ich jetzt quer durch das ganze Werk gucke, dass dann irgendjemand in einer anderen, also die haben halt Schnittstellen null vielleicht dazu oder die haben bestimmtes Wissen, die würden vielleicht gerne wissen. Also ich könnte mir auch vorstellen, macht doch bitte bei uns einen Podcast zum Thema Datenschutz und erklärt das, worauf kommt es an bei uns im Unternehmen. Sowas gibt es halt nicht. Sonst stellen sich Leute und sagen, ja, wir machen hier Datenschutz, es gibt das und das und das ist alles oberflächlich. Also ich lerne aus diesem Podcast nicht. Ja. Es hilft zwar schon in Richtung Vernetzung, aber nicht wirklich Wissenstransfer. Die Frage ist vielleicht, wie groß die Teams sind, weil wenn du 100 Leute hast, dann kann auch so ein Spezialthema interessant sein wie Logistik, oder? Wenn du jetzt 100 Logistiker hast, das ist immer, Podcast ist ja ein Tool, um Leute zu vernetzen, die sich nicht alle gleichzeitig am Kaffeeautomat treffen können, vielleicht ja auch. Also das kann ein Aspekt sein, oder? Ja. Das ist ein bisschen meine Motivation. Ja. Gut. Jetzt war ins Sinn gekommen. Bruni. Ja. Was mich interessiert würde, haltet ihr die Podcasts intern im Unternehmen oder habt ihr die öffentlich, wenn ihr das macht? Oder so eine Mischung aus beidem? Also in den Fällen, wo ich unterwegs bin, jetzt überlege ich mal, ist es 50-50. Also in 50% sind sie rein intern. Jetzt Telekom zum Beispiel ist rein intern, wobei sich aus dem internen Podcasting auch ein Podcast ergeben hat mit dem Tim Höttges, also wo sie in losen Abständen meist so maximal 4 Wochen mit dem Vorstand über Themen sprechen und das wie so eine Rückwelle ins Unternehmen geschlagen hat. Also da hat man total gemerkt, Tim Höttges macht einen Podcast und erzählt da coole Sachen, das scheint ja irgendwie ein cooles Medium zu sein und das hat dann, also es ist intern losgegangen und über extern gab es dann einen Push und jetzt machen sie auch viel mehr interne Podcasts. So. Mhm. Okay. Bei Audi waren auch die ersten intern, da haben wir einfach angefangen, Barcamp-Vorstellungsrunden zum Beispiel mitzuschneiden oder den Vortragsteil von so Impulsen auf Barcamps mitzuschneiden und als Podcast zu veröffentlichen. Und auf die zum Glück konnte die Videoplattform dort, das ist Wimp, konnte auch Audio. Da haben wir die einfach hochgestellt. Und dann ging es so los, dass so erste Führungskräfte, das, was früher so ein Newsletter war oder so eine Weihnachtsbotschaft, die als E-Mail mit PDF dran verschickt worden ist, auf einmal per Audio gemacht haben und überrascht waren. Auch einfach kurzes Audio, 10 Minuten per E-Mail-Anhang verschickt. Also aus einer Podcasting-Sicht eigentlich schrecklich, aber erfüllt genau das, was du vorhin gesagt hast, Leonid. Ne? Ich habe es in meiner mobilen Inbox und klicke da drauf und kann es einfach anhören im Auto oder wo auch immer. Und mittlerweile gibt es eben auch den Audi-Mitarbeiter-Podcast, der ist öffentlich.
Der richtet sich zwar an Audianer, den könnt ihr aber ganz normal über den Podcast-Store abonnieren. So ein bisschen professioneller aufgezogen mit zwei so Radiomoderatoren, die dann halt immer Themen abarbeiten und sich Gäste einladen, die halt gerade aktuell sind. Und da muss man aber dann mit Budget und allem dahinter, oder? Genau, also das ist quasi ähnlich, wie du irgendwie eine Karriere-Landingpage oder so nach außen machst. Ne? Das läuft dann auch ganz normal über Unternehmenskommunikation mit Freigaben und so weiter. Okay. Das ist schwieriger dann. Na, was für intern, was ganz spannend ist, wo man immer noch so ein Thema auch hat, je nach Unternehmen ein bisschen unterschiedlich, ist dieses ganze Privatsphäre, Recht an eigenem Bild und Ton. Mhm. Also bei vielen ist es irgendwie kein Problem, dass ein Mitarbeiter einen Blog schreibt oder in ein soziales Netzwerk was reinpostet oder in dem Wiki was schreibt, aber seine Stimme zu veröffentlichen ist irgendwie schwieriger, intern rechtlich. Also auch wenn du es nur intern haben willst, ne? Da brauchst du dann Formulare und Freigaben und es gibt 1000 Ängste und so weiter. Und extern natürlich nochmal eins mehr, weil es dann darum geht, wer darf da was sagen, wer muss da drüber hören, bevor es veröffentlicht wird. Ne? So wie man halt auch interne Folien nicht einfach ins Netz stellen kann. Was sind da Strategien, um so Approvals zu bekommen? Das ist ein bisschen mein Corporate Speak hier. Ja. Naja, aber das ist, ich glaube, das hier ist genau der richtige Workshop, um auch so zu sprechen. Weil so ist es. Was wir haben, ist ein Blog-System für Public Blogs und da gibt es einen Approval-Prozess und so. Habt ihr da ähnliche irgendwie Strategien verfolgt, dass man von sowas dann auf die Freigabe für einen Podcast kommt? Oder? Ja. Also wir haben eigentlich, bei uns war es so, wir haben immer sind wir ausgegangen von so Freigabe, Audio-Video-Freigabe, die du eh brauchst, wenn du jetzt ein Interview führst irgendwo auf dem Werksgelände, ne? Musst du dir das freigeben lassen. Und wir haben dann immer versucht, mit den Verantwortlichen zu sprechen und zu sagen, können wir das auch für Audio verwenden und haben das dann so vorausgefüllt, ne? Also die Formulare so voraus angekreuzt und mit Texten versehen dahingestellt, wo wir Leute im Podcast zum Podcasten animieren wollten. Also zum Beispiel bei Schaeffler gibt es so eine interne Podcasting-Community, da ist das dann verlinkt. Bei Audio ist es in dem Wiki drinnen. Und da ist dann der Hinweis verlinkt und auch zu dem Formular, wo du dir das gleich runterladen kannst. Ja, ist bei uns ähnlich. Also wir haben keinen richtigen Workflow, um nach außen Podcast rauszubringen. Also wir haben, jetzt gibt es einen Podcast, heißt Podcast über Integrität und diese ganzen Themen aus dem Bereich. Den gibt es intern und extern. Eigentlich gibt es den nur extern, aber der wird intern nochmal angeboten und fast den gleichen Inhalt. Und da ist die ganze Geschichte mit der Freigabe echt aufwendig. Also da ist halt, zum einen ist da jemand, der die Inhalte plant, dann gibt es irgendwie eine externe Firma, die das Ganze umsetzt, für wirklich viel Geld, also was eine Folge kostet, ist der Wahnsinn. dann gibt es irgendwie Freigabe über Chef, dann eine externe Kommunikation, noch irgendjemand, also die eine Folge braucht wirklich lange, um veröffentlicht zu werden, geht aber wirklich raus aus dem Unternehmen. Die versenden das aber nur einmal im Monat. Also für die ist das halt irgendwie okay. Also der ganze Aufwand und die Freigaben, das ist schon okay. Dass man jetzt als Mitarbeiter nach außen einen Podcast macht oder auch einen Blog oder sonst was, gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Also sowas existiert nicht. Intern ist es ein bisschen einfacher. Da kämpfe ich dafür, dass es einfacher wird, weil an sich Mitarbeiter-Podcasts wird gar nicht gern gesehen. Jetzt geht es so ein bisschen schon in diese Richtung, dass es geht. Da braucht man theoretisch nur so eine Einwilligungserklärung von den Menschen. Also ist eigentlich nur so ein PDF-Formular. Wenn ich jetzt Simon bei uns wäre, ein Kollege von mir, würde ich ihn interviewen, müsste mir dieses Formular ausfüllen. Da steht nur eine Veröffentlichung in den internen Medien für einen Podcast. Das wird digital signiert, das schickt er mir zu und ich muss das irgendwo ablegen bei mir. Also da gibt es theoretisch, also wir haben das, also das Thema und alle werden sensibilisiert auf sowas, aber so einen richtigen Prozess, weil Simon könnte jetzt ein Jahr später kommen und sagen, Leonid, oder überhaupt, liebes Unternehmen, da gibt es so ein paar Aufnahmen von mir, Podcasts und da gibt es noch irgendwelche Sachen und ich bin seit einem halben Jahr nicht mehr bei euch. Ich möchte, dass ihr das alles löscht und da fängt es halt alles manuell. Also da werden vermutlich E-Mails verschickt, die Hälfte der Informationen wird gar nicht gelöscht. Das ist ein bisschen schwierig. Ja. Es gibt noch einen Vorteil bei uns, also die Dokumente, alles wird irgendwie so klassifiziert, das ist automatisch, wenn es nicht höher gestuft ist, wird nach 2 bzw. 4 Jahren gelöscht. Also grundsätzlich kann man sagen, wenn wir jetzt eine Folge mit Simon bei uns reinstellen, in unser Wiki zum Beispiel, wird das nach 2 Jahren
oder nach 4 Jahren automatisch gelöscht. Aber trotzdem, einen Prozess, wie man sowas verfolgt, gibt es eigentlich nicht. So wegen Aufbewahrungsfristen oder warum ist das? Genau, also es gibt diese Klassifizierung für Dokumente, wann die gelöscht werden müssen. Zum Beispiel sowas wie Kommentare bei uns im Intranet, die haben irgendwie 90 Tage Lebensdauer, danach müssen sie gelöscht werden. Also Volkswagen, ich weiß nicht, aus der Historie der letzten Jahre versucht, seine ganzen digitalen Footprints nach und nach zu löschen. Und das ist halt, also er kommt so ein bisschen dem Thema entgegen, aber im Grunde ist es trotzdem schwierig. Ja, verstehe. Ja, wir müssen uns auch aktiv darum bemühen, dass Sachen nicht gelöscht werden von Leuten, die gehen. Naja, gerade, ich finde gerade in dieser Kategorie Wissenspodcast ist es halt so, dass du halt Sachen hast, die teilweise echt evergreen sind, ne? Wo du sagst, wenn sich da mal jemand hinsetzt und zu, jetzt mit einer Firma, die machen zum Beispiel was zu so Maschinenwartung, Messverfahren, Schmiertechnologien, ne, wo du sagst, das ist ja fast schon so wie Grundlagenwissen in der Uni, das nimmst du mal auf und kannst es für die Einarbeitung neuer Mitarbeiter in 10 Jahren vielleicht auch noch verwenden, weil sich bei bestimmten Technologien einfach nichts geändert hat. Ne? Das ist jetzt vielleicht bei Programmiersprachen oder so ein bisschen anders, das ist dynamischer. Ne? Aber da ist sowas halt tödlich, wenn nach x Tagen oder x Monaten oder so Episoden gelöscht werden, weil dann lohnt sich halt gerade der Aufwand nicht, das aufzunehmen. Ne? Wenn also ich habe tatsächlich das als Feedback von einem Menschen gehört, der hat angefangen, Podcasts bei uns, im ESN, im Enterprise Social Network, hat angefangen, Podcasts reinzustellen und hat festgestellt, dass da auch die Frist irgendwie sehr kurz ist und hat gesagt, puh, dafür der Aufwand mache ich gar nicht. Also hat damit aufgehört, seinen Podcast zu machen, weil er sagte, das wird sowieso die ganze Zeit wieder gelöscht. Für das System, was wir jetzt einsetzen, wenn es halt 4 Jahre sind, die werden automatisch, also das sind immer 4 Jahre vom letzten Bearbeitungszeitpunkt. Also theoretisch könnte man sagen, okay, man geht in die alten Folgen rein, speichert sie nochmal und dann hat man nochmal praktisch von dem Zeitpunkt 4 Jahre in die Zukunft. Also es gab schon so Bewegungen, dass man gesagt hat, Erstellungszeitpunkt und dann ist die Frist, was halt Schwachsinn ist, weil die gehen dann immer weg oder du musst die kopieren. Und jetzt ist zumindest die Einstellung so, also wenn man wirklich an einem Dokument die ganze Zeit arbeitet, lebt das halt immer noch 4 Jahre von dem letzten Zeitpunkt. Das heißt, wenn jetzt tatsächlich Podcasts gibt, die so alt sind, muss sich jemand darum kümmern, um die anzuschauen. Also interessante Sache bei uns ist auch, es ging in Richtung von so Gruppen, Communities und solchen Sachen, dass man sagt, es muss immer 2 Besitzer geben. Also es ist irgendwie so eine neue Policy bei uns für alles, was öffentlich irgendwie im Unternehmen existiert, muss es immer 2 Besitzer geben. Für den Fall, dass jetzt einer nicht mehr pflegt, dass der andere das macht. Und das fände ich für Podcasts auch interessant. Also wenn ich jetzt einen Podcast mache und dann verlasse ich das Unternehmen oder vielleicht bin ich in einem anderen Bereich und dieses Thema interessiert mich nicht. Wer pflegt diesen Podcast? Na, also, weil so, wenn ich jetzt bei mir, keine Ahnung, auf meinem lokalen, auf meinem privaten Host jetzt so einen Podlove-Publisher einsetze, also da weiß ich, dass da was läuft. Es passiert selten, dass ich einfach verwahrlostes Hosting irgendwie besitze. So, ich zahle auch Geld dafür. Aber im Unternehmen ist es halt einfacher, weil man kann sagen, oh, pf, die Infrastruktur interessiert mich doch nicht. Ja. Da müsste man eigentlich dafür sorgen, dass jemand dass jemand sich sowas anguckt und irgendwie löscht oder guckt, ist es relevant, ist es nicht. Also da haben wir auch noch keine Prozesse. Ja, ich denke, das langfristige Erhalten des Podcasts ist das Wichtigste, damit das überhaupt fliegen kann. Also regelmäßig was publizieren natürlich und dann halt auch dranbleiben. Ja. Ich find das witzig mit dem zweiten Owner, weil das Medium Blog und das Medium Podcast ist ja gerade dadurch gekennzeichnet, dass es mein persönlicher ist. Also das sind ja eigentlich Medien, wo der zweite Besitzer eigentlich ausgeschlossen ist. Ne? Bei einer Community oder so macht das Sinn. Aber beim Podcast ist es interessant, so eine Art Fallback-Besitzer für einen persönlichen Blog zu haben. Das ist so ein bisschen, wenn ich sterben würde, wer übernimmt meinen Blog im Internet? Ne? Wenn ich sterbe, schreibe ich halt nicht mehr, weil ich halt nicht mehr bin. So. Ja gut, aber sterben ist vielleicht etwas unwahrscheinlicher, als dass man die Abteilung wechselt. Ne? Ja. Das passiert halt öfters, deswegen. Es ist tatsächlich, also für Podcasts ist es bei uns nicht wirklich so, weil die Podcasts sind in einem Space und den Space verantwortet sowieso jemand, also ein Bereichsleiter meistens, also irgendjemand, der Zugriffsrechte drauf hat. Aber zum Beispiel bei Microsoft Teams, bei den Gruppen, das ist halt so, ich kann die Gruppe anlegen und dann bin ich der einzige Besitzer. Ja. Und wenn ich jetzt meine Podcasting-Gruppe dort nehme und dann sage ich, nee, ich mache jetzt was anderes, habe keinen Bock mehr auf das Thema,
Und dann gehe ich, dann kann keiner diese Gruppe verwalten. Wir haben das von uns aus immer so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, der Kollege von mir interessiert sich auch für das Thema, der ist auf jeden Fall noch ein Zweitbesitzer. Oder mein Chef einfach so, dass das jetzt, wenn ich gehe, das Wissen geht nicht mit mir, weil die Gruppe keiner mehr managen kann. Aber da müsste man streng genommen auch irgendwie alle E-Mails, die man dann in der Abteilung geschrieben hat, irgendwie einem anderen weiterleiten oder so, ne? Dass der die auch hat. Deswegen sind E-Mails an sich scheiße, ne? Also bei uns liegen, also wichtige Informationen legen wir halt im Wiki ab oder die sind in einem gemeinsamen Teams-Team, sodass jeder auf diese Informationen zugreifen kann. Das ist ja halt die Kritik an E-Mails. Also, dass wenn ich gehe und meine Postfachdatei mitnehme, dann ist es halt weg. Ja. Bruni, du hast gerade die Hand gehoben, oder? Habe ich das falsch interpretiert? Nö, nicht die Hand gehoben, aber die Sache mit den zwei Besitzern finde ich auch wichtig, weil im Prinzip ist es ja nicht deine eigene Meinung, die du in diesem Podcast gibst, sondern du vermittelst Wissen an die Firma oder für die Firma und dann von daher kommt es halt dann nicht, wird es bei mir nicht von mir als Person kommen, sondern von mir als Abteilung oder als Abteilungsleiter kommen. Und dann macht das natürlich schon Sinn, dass da mehrere Leute involviert sind. Mhm. Spricht eigentlich nichts dagegen, eigene Meinung zu verbreiten, fällt mir das ein. Das darf dann einfach nur intern sein, sehr wahrscheinlich, meistens. Ja, sicherlich. Aber sagen wir mal, mein Use Case wäre wirklich Wissensvermittlung, ne? Oder okay. Schulung oder Kommunikation von neuen Policies oder solche Dinge. Mhm. Ich finde das eine spannende Unterscheidung, quasi einfach zwischen einem individuellen Podcast und einem Gruppenpodcast. Das hat man bei Blogs ja auch, ne? Wo man sagt, es gibt Blogs, wo mehrere Leute in einem Blog schreiben oder halt nur einer schreibt. Würde ich jetzt sagen, bei Podcasting vom Gefühl ist beides okay. Also wenn ich einen agilen Coach habe und der podcastet einmal in der Woche über seine Erfahrungen und das ist so seine ganz persönliche Meinung, warum nicht? Wenn ich den Podcast jetzt verwenden würde, um neue agile Coaches in der Firma auszubilden, würde ich vielleicht ein bisschen mehr Wert drauf legen, dass es neutraler und allgemeingültiger ist und nicht nur die Meinung einer Person. Fair sein? Use Case an, ja. Wir zeichnen die Session auf. Falls du nicht in der Aufzeichnung sein willst, einfach Video aus. Ja, ich sag's allen dazu, die mit reinkommen. Ja. Sollen wir wir haben jetzt 18 Minuten noch, auch über Technik und Plattformen auch noch ein bisschen sprechen? Ja, passt. Dann bringe ich mal da hoch. Also ich habe mal vorne, ich hätte jetzt mal so einen Blog Audio-Editoren und Digital Audio Workstations. Da hattest du, Leonid, über Audacity schon gesprochen, Adobe Audition, Windows Sprachrekorder. Was bei uns oft noch vorkommt, sind so, ich sag mal in Anführungszeichen, Vergewaltigungen. Also ganz vorne dran Camtasia zum Podcast schneiden. Kenne ich gut. Weil einfach viele das für Screen Recording und Software-Doku und so verwenden. Und darauf kann man Audio auch schneiden. Da rollen sich natürlich im Podcaster die Fußnägel hoch, aber es geht. Ja. Ist es schlimmer als Audacity? Es ist anders schlimm, weil es ist halt nicht auf Audio getrimmt, sondern es ist auf Video und noch dazu auf Screen-Video getrimmt. Ach so, na gut, aber solange ich Cuts machen kann, die Lautstärke verringern und solche Sachen, ist doch mir jedes Tool recht. Aber also bei uns wird Camtasia immer empfohlen, wenn man so ein Remote-Aufzeichnung machen möchte. Weil die ganzen Freigaben, also man kann bei uns mit Skype und so nicht aufnehmen, aber Leute nehmen Camtasia, machen halt ein Interview virtuell über Skype oder Teams und nehmen mit Camtasia praktisch die Tonspur auf. Ja, ich finde es ganz ordentlich. Es ist super simpel, aber man geht den Job dann. Ja. Und was, wir haben zwei Fälle, da ist, also in vielen Firmen gibt es ja White- und Blacklists für iPad-Apps oder generell für App Store. Wir haben zwei Fälle, wo das nicht so ist und da wird auf Verritt geschnitten auf dem iPad, was erstaunlich gut funktioniert. Also wenn man irgendwie so einen Ultraschall selber hat, dann wird man natürlich nicht auf Verritt schneiden, aber wenn es die einzige Option ist, dann geht es auch. Auch aufgenommen oder nur geschnitten? Gibt es beides. Also, dass sie nur aufnehmen und schneiden, ja. Aufnehmen ist halt immer so eine Sache, da so mehrsprachige Audio-Interfaces an den Lightning-Port des iPads dran zu bringen. Also, das geht auch. Mehr Spuraufnahmen zu machen. Genau, das ist ein bisschen fummelig. Da habe ich so ein, warte mal, habe ich das hier? Mein kleinstes Podcast-Studio der Welt. dieses, halt, da ist es.
Das verwende ich tatsächlich ab und zu mit Ferrit, sogar auf dem iPhone. Das ist ein Rode SC6L, heißt das. Mhm. Das hat einen Lightning-Anschluss und da kann man zwei so Lavalier-Mikrofone dran machen. Und standardmäßig mischt er beide Mikrofone auf eine Stereosumme. Und man kann aber mit so einer Software diesem Ding sagen, mach die getrennt, also ein Mikrofon linker Kanal, eins rechter Kanal. Und das bleibt da drauf gespeichert. Also wenn man das an ein iPad mit Ferrit anschließt, nimmt man da nicht Multitrack, aber zumindest Zweifach-Track auf. Ja. Welche dieser Tools, ich denke, wir müssen ja noch so ein, zwei Jahre Homeoffice einplanen. Welche dieser Tools sind geeignet, um remote sozusagen Anti-Pritloft-Style Podcasts aufzunehmen? Jetzt Software zum Beispiel, also um damit Leute sich einwählen können. Ich habe auch so zum Beispiel, wie heißt das? Ultraschall, Studio Link und so Zeugs gibt es ja. Das ist ja wahrscheinlich sehr komplex, oder? Gar nicht. Also wenn es erlaubt ist quasi, würde ich sagen, das sollte immer die Waffe der Wahl sein für sowas. Ne? Okay. Weil du da über das Studio Link kannst du halt entweder mit dem Studio Link Standalone Client Einwahlen in dein Reaper machen und kriegst die Leute, die remote kommen, auf eine Audiospur, die eine saubere Qualität hat. Und wenn du irgendwo so SIP-Telefonanlagen hast, ne, wir haben hier zum Beispiel einfach so ein Fritzbox, auf der ein paar Telefonnummern sind, dann kannst du auch Telefoneinwahl machen. Und wenn einer von einem iPhone mit einem einigermaßen sinnvollen Mikrofon oder Headset anruft, ist das von der Qualität erstaunlich okay. Ne, ist jetzt kein Biodynamik-Qualität. Aber ich kenne tatsächlich, ich weiß nicht, ob es bei euch anders ist, Leonid, könnte jetzt keine große Firma sagen, wo Ultraschall im Einsatz ist. Nee, ist es auch nicht. Also, und ich weiß auch nicht, ob es vernünftig funktionieren wird. Also ich weiß nicht, ihr nutzt Ultraschall, also in dem Moment Ultraschall, nicht Studio Link. Nee, also theoretisch Reaper an sich freizugeben, ist jetzt nicht so schlimm. Man muss halt gucken, dass man die ganzen, Freigaben und so weiter, Clearance und sowas macht, und theoretisch müsste es möglich sein. Und der Aufwand lohnt sich halt nicht. Also, weil bei uns wird es nicht wirklich Podcasts geben, die quasi, ich sag mal so, die Podcasts sind alle klein, meistens haben Leute eh keine Ahnung, die schneiden nicht so viel da drin. Das heißt, sie brauchen eigentlich kein Tool. Also so, dass ich sage, okay, eine Stunde mit vier Teilnehmern muss ich jetzt schneiden, da noch ein Jingle, Und keine Ahnung, alle möglichen Effekte, das machen die Menschen da halt nicht. Ne? Also, deswegen ist die Nachfrage so gering danach. Und wenn es wirklich so ist, fuchsen sie sich halt in Audition ein. Ja. Also leider ist es halt so. Also ich hätte es ganz gerne auch freigegeben, aber also insgesamt zum Aufnehmen von Remote-Sessions haben wir nichts. Das ist echt so ein Thema ohne Ende. Also was Leute machen, entweder Camtasia oder es gibt diese Xbox-Control auf dem Windows, die man irgendwie mit Windows G starten kann, und das kann auch Windows, also Fenster mitzeichnen. Und sonst halt Double Ender. Das ist so das Gängigste, was ich dann auch empfehle. Also entweder mit dem Sprachrekorder oder mit Audacity oder mit dem iPhone. Einfach mal auf beiden Seiten aufnehmen. Das funktioniert aber nur bei Menschen, die so ein bisschen technikaffin sind. Wenn man jetzt da so einen Manager einlädt und der kann gerade mal Skype bedienen, der wird dann nicht noch Audacity starten und das andere Interface auswählen und so. Das funktioniert. Also das ist so ähnlich wie im Privatbereich auch. Ne? Da, man hört ja immer schon raus, wenn Leute Zoom oder Teams oder sowas für Podcasting verwenden. Ne? Dass du sagst, du drückst einfach in Zoom die Recording-Funktion und nimmst die Audiospur davon als Podcast. Sowas geht natürlich für Remote immer auch. Ne? Auch sowas wie Jitsi zum Beispiel, was wir jetzt hier haben. Wenn man Jitsi so verwendet, kannst du lokales Recording machen. Also das heißt, jeder Browser zeichnet lokal eine FLAC-Datei auf und du hast quasi eine Version aller Spuren unabhängig von deiner Netzqualität. Und das ist auch erstaunlich gut, wenn man das nutzen kann, ne? Weil die auch ich glaube auch Opus Codec, und FLAC ist ja auch verlustfrei. Ja, und dann kannst du hinterher die Audiospuren halt in Audacity oder Ultraschall und kannst sie dort schneiden. Das geht auch. Geht das bei Teams auch? Naja, nee, cool. Bei Teams kriegst du blöderweise im Recording immer nur ein Video und da hast du nur ein Summensignal drauf. Okay. Bei Zoom gibt es in den erweiterten Audioeinstellungen gibt es die Möglichkeit, das ganze Audio-Processing auszuschalten. Also dass die ganze
Echo-Unterdrückung, Noise-Cancellation und so weiter weg, wenn du halt deinen Ton durch Headsets selber im Griff hast. Und du kannst aktivieren, dass im Recording die Audiospuren alle einzeln liegen. Und das ist dann erstaunlich gut, wenn man das beides macht. Ne? Nur ist halt in den meisten, also bei den meisten Firmen, mit denen wir zu tun haben, ist halt blöderweise Zoom verboten, weil die ziemlich viel Security-Fuck-Ups im Frühjahr hatten. Und deswegen darf da keiner Zoom verwenden. Und nachdem aber Teams und Microsoft so ein bisschen die Strategie haben, glaube ich, Zoom alles nachzubauen, wird es vielleicht auch in Teams dann irgendwann kommen. Ja, bei uns ist auch bei Zoom die Aufnahmefunktion, bei Teams die Aufnahmefunktion deaktiviert. Das heißt, wir können das auch nicht nutzen, um direkt damit aufzunehmen, sondern also nur über Umwege. Simon, was ist mit der NDI-Schnittstelle? Also gibt's die? Die gab es auch bei Skype, dass man zum Beispiel OBS Studio nutzen konnte, um die ganzen einzelnen Spuren sogar, glaube ich, mitzuschneiden von Skype. Genau. Bei also Teams das, auch so, dass das diese NDI oder NDS, weiß nicht, wie die heißt, NDI-Schnittstelle. Das gibt's bei Teams auch. Also NDI bedeutet, dass du von, wenn auf dem Rechner, wo du dein Teams offen hast, außerhalb von Teams alle Video- und Audiospuren einzeln bekommst. Und das muss in Teams, muss das blöderweise einmal im Tenant aktiviert werden. Und da ist so ein bisschen der Knackpunkt, weil ich kenne keine Firma, wo das aktiviert ist für alle Nutzer. Wenn das aktiviert ist, dann kannst du quasi mit so einem Tool wie Open Broadcast Studio oder so weiter, kannst du dir die einzelnen Spuren alle rausrecorden und kannst die hinterher einzeln schneiden. Na, du kriegst jedes Webcam-Bild, jede Audiospur, jedes Screenshare als eine einzelne Quelle innen drin. Aber muss ich dafür, also was ist, wenn dein Tenant von Cognion mich einlädt? Ja. Könntest du doch das mitschneiden, oder? Ja. Ich werde mich als Gast einwählen. Ja, es muss die Person, die das Recording mit OBS macht, in deren Office 365 Account muss es quasi freigeschaltet sein. Und dann kann sogar, wenn du mich in ein Teams-Meeting einlädst und ich komme mit meinem Client rein, kriege ich trotzdem alle Quellen per NDI. Oh ja, cool. Müssen wir mal ausprobieren, also. Wenn man tatsächlich dort alle Spuren bekommt und die Audiospuren einzeln noch, das wäre doch eigentlich eine coole Sache. Könnten wir mal einen Test machen, ja, gerne. Weil, also das Schlimmste, was ich bisher so erlebe, ist halt, wenn man eine Einspuraufnahme hat. Also Multitrack ist einfach, das möchte man machen. Also anders ist halt so ein übelster Krampf, wenn mehr als irgendwie zwei Leute noch dabei sind und man hat alles in eine Spur zusammengemischt, das ist immer super sauber. Ja. Also was wir im letzten Jahr zwei Fälle hatten, das sind die halt auf den, wenn wir gerade die Kamera hier rüber, auf diesen Rode Procaster, da steht er. Wie geht das so? So sieht er aus. Das ist quasi so ein, ich würde sagen, so ein Podcasting-Mischpult, wenn man so will. Also das kann halt, da kannst du vier Headsets anschließen, hast vier Kopfhörerausgänge und es hat ein Strip ist Bluetooth. Also du kannst ein Telefon per Bluetooth koppeln, kannst eine Telefoneinwahl zum Beispiel machen und hast die aber mit einer N-Einschaltung direkt in deinen Podcast eingewählt. Hm. Und das haben die gemacht, die haben zum Beispiel so neue Werke gestartet oder so, ne, die irgendwo in Südamerika waren und haben dann so regelmäßige Podcasts mit den Leuten vor Ort gemacht, wie der Fortschritt ist. Ne? Das ist natürlich dann mit dieser Telefoneinwahl nicht so dolle, aber das ist so wie im Radio, wenn sich halt jemand per Telefon einwählt, ne? so Christian Drosten Podcast oder so, ne? Oder ein bisschen schlechter vielleicht noch, aber es geht. In dem einen Fall haben sie es so ganz offiziell bestellt, das war ein rechter Holperritt. In dem zweiten Fall war es so ein fieser Umweg mit Reisekostenabrechnung und so weiter. Also da steht jetzt irgendwo ein Gerät, was es offiziell nicht gibt. Aber das ist so ein bisschen das Problem, ne? Dass du, das ist vielleicht auch in Richtung Strategie interessant, in den Bestellsystemen der Firmen, du kriegst eigentlich fast nie diese einzelnen Geräte freigegeben, sondern die Strategie ist immer, einen Reseller reinzubringen, der sowas auch hat. Also sowas wie Thomann oder BHP Media oder so, halt dort gewitelistet zu bekommen. Und darüber kriegst du dann Headsets, Audiorekorder und so weiter. Oder über Projekte vielleicht, wenn du irgendeinen Messeauftritt, gut, das ist aktuell auch wieder schwierig, aber... Also so. Wir haben auch, ich meine, da darf man jetzt nirgendwo Firmennamen dazu sagen, aber wir haben ja mit Firmen meist Time-Material-Verträge, wo dann Beratungszeitkontingent in Podcasting-Hardware umgetauscht wird. Nice.
Das ist ja. Hacking, ja? Ja, deswegen hat man diesen einen Vortrag da Stimme in Konzerne hacken genannt, weil es eben oft diesen guten, einfachen Weg, den man so im Netz hat, ne? Ich klicke mir ein WordPress und packe einen Podlauf drauf und kaufe mir ein HMC-Headset, den gibt es halt eben so einfach nicht. Das bringt mich gerade noch so eine Frage, die ein bisschen die Technik verlässt, aber habt ihr schon mal bewusst gewählt zwischen einfach machen und dann sorry sagen, was man da die Corporate Rules irgendwie nicht ganz so? Ja. Oder zuerst bei allen Fragen und dann verläuft sich's in der Bürokratie, oder? Also die meisten Fälle bei uns, würde ich sagen, sind so gestartet, dass es so Abfallprodukt von einem Barcamp oder einfach ein Bereichsleiter hat gesagt, es wäre eine gute Idee, nicht ein PDF zu schicken, sondern Podcast. Und die sind alle nicht durch irgendwelche offiziellen Kanäle gelaufen, sondern da, wo er vorher ein PDF verschickt hätte, hat er halt ein MP3 in der ZIP-Datei verschickt oder so. Und dann später ist man auf die Idee gekommen, Mensch, das ist ja ganz cool, lass uns das mal ein bisschen offizieller oder größer machen. Okay. Naja, also ich empfehle da auch, also solange es intern ist, also immer so ein bisschen Risikomanagement betreiben. Also wenn ich weiß, ich mache das und das läuft schief, was passiert halt schlimmstenfalls. Und wenn ich weiß, okay, da passiert auch so, dass ein paar Leute sich auf den Schlips getreten fühlen, dann mache ich es trotzdem. Und meistens ist es auch kein Riesenproblem. Wenn ich sagen würde, okay, ich mache jetzt einen Podcast nach außen, das mache ich halt nicht. Also das würde ich ungern tun. Also ich glaube, da verbrennt man sich ziemlich schnell, wenn man sowas macht. Aber interne Sachen sind meistens weniger schlimm. Also es gibt auch bei uns zum Beispiel sehr viele Vorbehalte, was das Medium Audio angeht und Video. Wenn ich sage, Leute, ich kann jetzt das ganze Wissen in eine PowerPoint packen und die kann ich doch genauso verteilen im Unternehmen. Ja, nee, PowerPoint ist was anderes. Es ist ja nicht gesprochen und aufgenommen. Und das macht das halt irgendwie schwieriger. Aber mir haben die Leute gesagt, die gleichen Diskussionen gab es vor 3-4 Jahren zum Thema Wiki und Blogs. Und mittlerweile sind die Wiki und Blogs ist normal, dass es zum Wissensaustausch geht, aber Podcast und Video ist ganz, ganz schlimm. Also. Das hat das große Fass Wissenstransfer. Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, wenn man einen Podcast macht über ein Thema, dann muss man selber, das ist eigentlich wie beim Freisprechen, da muss man das viel mehr grocken, als wenn man da irgendeinen PowerPoint zusammenkopiert. Mm. Ich denke, das ist diese alte Diskussion, oder? Wandtafel versus PowerPoint. Und ja. Das kann schon. Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht weniger dicht als so eine komische PowerPoint-Slide, wo viel zu viel Text drauf ist, aber es bleibt mehr hängen. Ja. Also ich kann mich an meine Podcasts, die ich höre, viel besser erinnern als irgendwelche Slides, die irgendwo rumfliegen. Ja, weil es halt ein sehr intimes Medium ist, ne? Weil es sehr nah dran und da gibt es ja, glaube ich, auch, die Nele hatte mal was erzählt, da gibt es auch Forschung, dass, wenn du jetzt vergleichst, Leute, die Podcasts hören und Leute, die YouTube-Kanäle schauen, ne, dieses YouTube läuft viel mehr im Hintergrund und viel öfter unbewusst und man macht parallel noch was anderes und Podcast hören tut man bewusster. Ne? Ein paar Minuten haben wir noch. Ich habe mal noch in den Bereich Plattformen zum Ausspielen von Podcasts so ein paar Sachen reingeschrieben. Da könnten wir vielleicht noch drauf schauen. Also die, Leonid, hast du auch schon gesagt, so Enterprise Social Networks zu verwenden. Chive kenne ich einige Varianten mit Podcasts, auch das IBM oder HCL Connections. Hat sogar ein RSS-Feed, auch wenn das irgendwie gruselig ist. Also so richtig gut funktioniert das nicht. Dann gibt es diese Multimedia-Portale, also die so Software, die so eine Art YouTube im Unternehmen machen. Bei Audi ist da zum Beispiel das WIMP im Einsatz als Audi-Mediathek. Oder Kaltura wird noch oft verwendet. Ich glaube, viel im Uni-Kontext. Siemens hat es aber auch zum Beispiel. Und was wir jetzt halt sehen, ist, dass ziemlich stark Microsoft Stream kommt als internes YouTube. Die können halt blöderweise nur Video. Also da muss man quasi seine Audiospur immer so eine Art Standbild oder die Kapitelmarken als Bild irgendwie mit reinmischen. Aber es gibt ja auch Podcasts, die ihre Sachen auf YouTube veröffentlichen mit einem Standbild. Also so weit weg ist das auch nicht. Mhm. Und es bietet so eine ganz einfache Schnittfunktion für das Trimmen vorne, hinten an. Und mittlerweile auch eine Möglichkeit, Webcam zu recorden. Also das ist das ziemlich arges UX noch, oder? Bitte? Also das hat noch ein ziemlich arges UX, dieses Stream 6. Ja, es kommt jetzt nächstes Jahr, kommt das Stream 2.0, was dann komplett auf SharePoint aufsetzt. Das ist bei vielen auch noch so der Klemmer, weil das aktuelle Stream du meistens nicht sauber in deine ganze Data Security Infrastruktur bekommst.
Ne, sobald es auf dem SharePoint dann aufsetzt, kannst du jedem Podcast eben einzeln auch diese ganzen Regeln mitgeben. Ne? Wie lange wird er aufbewahrt, wer darf den sehen, darf der aufs mobile Gerät und so weiter. Okay. Und deswegen ist das also bei uns im Moment so ein bisschen die Stoßrichtung. Da versuchen wir jetzt Podcasting in den Unternehmen zum Mainstream zu machen, einfach weil das überall Einzug hält und jeder da ausprobieren kann mit. Auch wenn es natürlich nicht optimal ist. Ne? Aber da wäre es schön, wenn ihr auch nochmal eine Runde erzählt, ob ihr da noch andere Tools oder Plattformen kennt oder im Kopf habt, auf der ihr das ausprobieren wollen würdet. Ich denke an Confluence bei uns. Okay. Genau. Da seid ihr schon zwei. Ja, magst du da ein bisschen erzählen, Leonid, noch? Oder müsst ihr raus? Sonst hätte ich gesagt, machen wir ein, zwei, drei Minuten noch. Also wir nutzen tatsächlich Confluence. Wir haben aber, muss man auch sagen, einige Plugins, die eingekauft oder selbst entwickelt wurden. Oder entwickelt, man hat sie entwickeln lassen. Also selbst entwickeln wir gar nichts. Und da nutzen wir tatsächlich Confluence dafür. Also wir haben keinen mobilen Client, das gibt es immer noch nicht. Aber wir nutzen einfach die Seitenstruktur, um Podcasts zu strukturieren und die einzelnen Folgen. Ein Plugin, was wir quasi dort auch tatsächlich eingekauft haben, sind Metadaten. Das heißt, man hat so eine Art Maske, wo man für jede Seite noch so strukturierte Felder anlegen kann. Sagen kann, okay, das ist jetzt ein Feld vom Datentyp Text, ein Feld vom Datentyp was auch immer. Und dann nehmen wir diese ganzen Felder, um daraus praktisch die einzelnen Folgen und die Podcast-Kanäle zu strukturieren. Und am Ende ist es halt einfach nur ein Wikispace in Confluence. Wenn man da mal drauf kommt, ist es halt schon so ein bisschen gestylt, wie so ja, in Richtung iTunes, dass man das Coverbild sieht, die einzelnen Folgen aufgelistet werden. Da klickt man drauf und dann geht so ein Player auf. Also ich wollte eigentlich den Podlove-Player reinbringen, das wird vermutlich nicht kommen. Wir haben so einen gruseligen, eingebauten Player dort. Hoffentlich werden wir den ersetzen, aber das ist tatsächlich der Weg, den wir nehmen wollen. Was wir auch versucht haben dieses Jahr, Confluence über Basic Authentication praktisch, dass man aus einer Podcasting-App über Basic Authentication auf Confluence zugreifen kann, um die Podcasts zu abonnieren. Das hat auch technisch funktioniert, aber es hat uns die Security verboten, weil Basic Authentication speichert die Zugangsdaten direkt auf dem Client. Also wenn ich jetzt mein Username, Passwort der Firma im iPhone speichere, liegen die offen in der Keychain. Und solange die da drin liegen, kann praktisch die App auf die Daten zugreifen. Und bei uns sind aber nur so tokenbasierte Login-Systeme erlaubt. Das heißt, das funktioniert schon mal nicht. Und deswegen haben wir jetzt diesen Weg verlassen, haben jetzt erstmal gar keinen Client. Aber theoretisch ist Confluence so eine Low-Hanging-Fruit, die man einfach da hat. Ja. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann man damit was machen. Also theoretisch kann man. Also was wir ausprobiert haben, ist auch so ein Python-Skript zu schreiben, weil Confluence hat echt eine gute API, dass man so ein Python-Skript auf dem Server laufen lässt und dieses Skript geht einfach durch die ganzen Folgen durch, guckt sie sich an und macht daraus einen Feed und lädt wiederum so eine XML-Datei mal hoch. Also dann hat man praktisch auch gleich so eine XML-Datei mit angeboten. Das funktioniert recht gut, also vor allem für Unternehmen, wo man mit dem Smartphone, wenn man jetzt ein Dienst-Smartphone hat, und man ist im WLAN des Unternehmens, wenn man dort auf die internen Sachen zugreifen kann, dann wäre das eine Möglichkeit. Und man muss halt so ein Skript automatisieren und das hat wirklich, also ein bisschen hin und her JSON kopieren und das hat echt gut funktioniert. Cool. Ist halt nur von der Infrastruktur bei uns nicht möglich zu nutzen. Mhm. Aber das wäre eine Möglichkeit, ja. Ihr hattet euch auch, das würde ich mal mit reinschreiben, weil auf Twitter hat jemand den einen geadmentioned. Es gibt ja diese Firma C-Cross, glaube ich, wo so ein paar Leute drin sind, die so eine Art, wie ich es verstanden habe, Spotify für unternehmensintern machen wollen. Habe ich mir aber auch noch nicht genau angeschaut, kenne ich auch kein Fallbeispiel. Hast du da ein bisschen Überblick, was das ist? Wir haben mit denen gesprochen, also sie bieten tatsächlich eine Podcasting-Plattform an, also ein Backend und auch eine App. Und diese App kann halt verschiedene Open, wie heißen die, diese Open Login, keine Ahnung, wie das heißt. OAuth oder? Systeme. Hm? Die OAuth? Ja, OAuth ist, glaube ich, eine Ausprägung davon. Es gibt so einen Oberbegriff, wie die Dinge heißen, also so Identity Open Provider. ID. Vielleicht OpenID. Na, ist egal. Jedenfalls so, die können verschiedene Identity Provider der Unternehmen anbinden. Und die haben auch so einen Use Case schon mal gezeigt, so eine App, man startet sie, da steht erstmal so Sidecross, wenn man sich dann aber einloggt mit seinen Zugangsdaten des Unternehmens, dann wird sie dann schon richtig nach Unternehmen, Branding, alles geändert.
Man kann die Folgen einstellen, man kann sie downloaden. Es gibt noch so ein paar extra Features. Das haben wir jetzt aber, also wir werden das erstmal nicht nutzen, weil es recht teuer ist für uns. Und solange Podcasts noch nicht wirklich verstanden sind und genutzt werden in der Breite, wird es dafür leider kein Budget geben. Es gab noch eine andere Firma, die mich kontaktiert hat. Da geht es auch so in die Richtung, dass man so ein Pärchen immer anbietet, also eine Plattform, die irgendwie secure und so weiter ist. Und dazu eine extra App, die diese Daten alle abgreifen kann und die halt ein Secure Login anbietet. Ja. Das ist so ein bisschen schade, was es halt, wenn es sowas wie OAuth gäbe für so Standard-Clients, also wenn Apple das unterstützen würde, das wäre eigentlich genial. Wir könnten von Montag an praktisch schon das einsetzen, aber die nutzen alle dieses blöde Basic Authentication. Ja. Bei dem Seacross teuer in Klammern, ich glaube, die haben auch so ein Abo-Modell, ne? Das ist irgendwie so Preis pro Nutzer pro Monat. Genau, das ist so ein Subscription-Modell. Du zahlst pro User, pro aktiven User pro Monat. Genau, aktiver User bei denen war aber so, wenn ich quasi einmal auf die Daten zugreife, bin ich ein aktiver User. Wenn ich jetzt einfach nur mir die App installiert habe und die App zieht sich automatisch die Folgen, ich höre sie mir aber nicht an, dann bin ich kein aktiver User in dem Monat. Also das geht eigentlich auch. Ja, aber es ist wahrscheinlich eher was für Firmen, die das so firmenweit so richtig ernst meinen, ne? Wenn man das. Weil am Anfang, wenn man jetzt sagt, man stellt Podcast bereit, dann will man ja auch tendenziell erstmal sicherstellen, dass jeder Mitarbeiter sich die anhören könnte. Und wenn ich dann erfolgreiche Podcasts habe, steht da ja wahrscheinlich schon ein ganz ordentliches Preisschild irgendwie dann pro Monat dran. Ja. Nee, schön, okay. Dann würde ich sagen, überziehen wir nicht allzu weit. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das war so ein bisschen, jeder hat was mit rausnehmen können. Ich würde dieses Pad auch noch ein bisschen nachbearbeiten, auch noch ein paar Leuten schicken, die jetzt heute nicht dabei waren, um das zu ergänzen. Wenn euch was einfällt, dann könnt ihr das da auch gerne noch mit reinschreiben. Und dann würde ich beides zusammen in dem Sendegate in der Podcasting-Community verlinken, das Video und das Pad. Und dann können wir mal gucken, es wird bestimmt wieder so ein Subscribe auch geben oder Podcast-Workshop, dann kann man das Thema Podcasting dann ein bisschen ausbauen, dass man da so eine kleine Standarddokumentation bekommt, was alles geht und wie es geht. Darf ich noch eine Mini-Frage stellen? Na klar. Wir haben vorher über Jingles geredet, beziehungsweise über den Aufwand, der halt nötig ist, mit Ultraschall versus nur gerade mit dem Handy aufnehmen. Mhm. Wie wichtig, denkt ihr, sind Jingles und so Erkennungssignete so langfristig? Also ich glaube, da gibt es keine objektiv richtige Antwort. Ich finde sie nicht wichtig, ich finde sie eher störend. Also bei den meisten Podcasts weiß ich, wie oft ich auf den Weiterspulen-Knopf drücken muss, um übers Jingle drüber zu gehen. Es gibt aber andere, die jetzt genau das Gegenteil sagen würden und sagen würden, das ist super wichtig. Manche finde ich cool, die sich Mühe geben, ne, so methodisch inkorrekt. Das sind auch nicht alle super, aber manche sind halt echt lustig oder auch Freakshow, der Rückblick. Wenn man jetzt so einen kurzen Musik-Jingle vorne dran hat, das finde ich auch noch okay. Aber wenn da irgendwie 15, 20 Sekunden irgendwas dudelt und das ist jedes Mal gleich, das sind so Sachen, die ich eigentlich eher weiterschalte oder manchmal dann auch das erste Kapitel überspringen. Aber das ist nur meine Meinung. Weiß nicht, ob ihr da, Leonid und Bruni, ob ihr da auch noch eure Meinung zu beisteuern wollt. Ich denke, wenn sie kurz sind, ist es vollkommen okay. Habe ich in der Tat auch, wenn die Sachen länger 15 oder 20 Sekunden werden, dann überspringe ich die auch in der Regel. Ja, ja, okay. Nee, cool, alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen RC3 noch und vielleicht laufen wir uns mal wieder über den Weg. Jo. Bis dann. Danke euch. Macht's gut. Schönen Tag. Jo. Ciao. So, der Workshop ist zu Ende. So, mal gucken. Jetzt würde ich hier mal schnell ins Programm schauen, wo ich dann hin muss. Fahrplan Tag 4. Heute ist Mittwoch. Und jetzt ist es 14.09 Uhr schon. Ah ja, ich muss erst 15 Uhr wieder sein. Super. Alles klar. Dann können wir hier die Aufnahme stoppen.